Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Wochenhoroskop. Heute schauen wir uns den Verlauf Ihrer Woche an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! An diesem Montag, den 28. November, könnte jemand oder etwas Sie auf die Palme bringen, aber das ist kein Grund, ihm oder ihr die Meinung zu sagen. Sie sind vielleicht zu Recht wütend, und es würde sich wahrscheinlich toll anfühlen, sich Luft zu machen, aber seien Sie strategisch und denken Sie über die Konsequenzen nach. Mit dem ungestümen Mars in Ihrem Zeichen, der auch noch rückläufig ist, sind Sie darauf bedacht, den aufkommenden Ärger oder Stress zu minimieren. Aber der rote Planet ist harmonisch mit dem umsichtigen Saturn verbunden, dessen Aufgabe es ist, Sie daran zu erinnern, die möglichen Rückwirkungen zu bedenken, bevor Sie etwas tun. Selbst wenn Sie zu 100% gerecht haben und die andere Partei aus der Reihe tanzt, was glauben Sie, wie sie sich fühlt, wenn sie damit konfrontiert wird? Anstatt sich die Sache von der Seele zu reden und dem anderen zu sagen, schreiben Sie Ihre Gefühle in eine Nachricht und sagen Sie alles, was Sie sagen wollen. Drücken Sie dann auf Löschen. Das kann helfen, die Negativität zu vertreiben und Sie aus der Abwärtsspirale zu befreien. Nehmen Sie all die Energie, die Ihnen jetzt zur Verfügung steht, und tun Sie etwas Positives und Konstruktives, wie zum Beispiel ein eigenes Projekt zu starten oder sich mit Freunden zu einem lustigen Abend mit Tanzen, Quiz oder Karaoke zu treffen. Am Donnerstag haben Sie möglicherweise mehr Selbstmanagement zu bewältigen, wenn der temperamentvolle Mars, der seit dem 30. Oktober immer noch rückläufig in Ihrem Zeichen und Ihrem ersten Haus ist, in eine angespannte Opposition mit Venus in Schütze und Ihrer Partnerschaftszone gerät. Dies könnte ein wachsendes Problem in den Vordergrund rücken oder Sie dazu zwingen, den schwer zu fassenden goldenen Mittelweg zwischen Ich und Wir zu finden. Das kann ein kniffliger Akt sein, Mars will seinen Willen durchsetzen, während die harmonische Venus so sehr darauf bedacht ist, den Frieden in einer Beziehung zu bewahren, dass sie sie zu weit ins andere Extrem treiben kann. Hüten Sie sich vor dem Ich-zuerst-Monster ebenso wie vor der Falle, dass Sie zu entgegenkommend sind und den Menschen zu sehr entgegenkommen. Sie sind sich nicht sicher, was Sie mehr wollen. Konzentrieren Sie sich auf die Themen Freiheit, Loyalität und Kontrolle. Sie wissen, wer Sie sind und das Letzte, was Sie brauchen, ist, an die kurze Leine genommen zu werden. Könnten Sie ein paar gute Nachrichten gebrauchen? Dann machen Sie sich bereit, denn an diesem Samstag beendet der nebulöse Neptun eine fünfmonatige Rückläufigkeit in den Fischen, die in Ihrem karriereorientierten 10. Haus für Verwirrung gesorgt hat. Seit dem 28. Juni haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Sie mit verbundenen Augen durch die Gegend laufen und versuchen, sich auf Ihrem beruflichen Weg zurechtzufinden. Eine Straßensperre und ein Umweg nach dem anderen, mehr als frustrierend. Haben die Zwillinge, die Fortschritte gemacht haben, dafür einen zu hohen Preis gezahlt? Wenn Sie der Meinung sind, dass der Preis für den Erfolg darin besteht, dass Sie ständig Opfer bringen müssen, sollten Sie die Dinge noch einmal überdenken, sobald Neptun wieder ins Lot kommt. Halten Sie Ihre Augen und Ohren offen für Gelegenheiten, die sich aus dem Nichts ergeben. Wenn sich der neptunische Nebel auflöst, könnte sich eine Gelegenheit für eine Führungsrolle ergeben. Kennen Sie Ihre Ziele und die, die Sie nicht erreichen können, und seien Sie bereit, sofort zuzuschlagen, wenn es soweit ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!